Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Emerald Randomizer Straflock Challenge. Heute geht's in die nächste Stadt, deren Namen ich gerade aus einem tollen Grund nicht weiß. Toller Anfang für die Folge. Hallo. Ich hoffe, ihr seid nach dem letzten Part alle schön chlorophyll geblieben. Wer es nicht versteht, nicht schlimm, weiter geht's. Der Knopf. Ich will hier mal auf See, also wo willst du hin? Nach Slateport. Ja, bitte, okay, wir setzen Segel. Und hier über die Route. Es ist realistisch, dass die Trainer etwa so groß sind. Nur ein bisschen kleiner. Aber hey. Hier muss ich einen Brief, was glaube ich, ausliefern von Troy. Oder wie er hier auf Englisch heißt, Stone. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Denke dir, ich merke mir das. Ich habe jetzt relativ lang das Projekt nicht mehr aufgenommen, ein, zwei Wochen oder so, also. Wir sind hier gelandet. Du bist Captain Stern, besuchen uns die Devon ausliefern, denke ich. Ja, denke ich auch. Und wen habe ich gerade vorne? Weedies, ja, sind die ganz hoch. Und ja. Die zwei Pokémon, da muss ich ja noch leveln, aber. Okay. Der. Schenkt mir ein Item, okay. Ich habe eigentlich mit dem Kampf gerechnet. Aber hey, ja, genau so war. Und zwar gegen Formio. Ach, Level 12 sind die Gegner, dann kann ich ja echt Weedy benutzen. Obwohl, wenn Dodo schon solch so ran. Warte, Stahlflügel habe ich ja in der letzten Folge bekommen. Macht auch nicht wirklich mehr Schaden. Ich bin absolut begeistert, Dodo, du hast es raus. Sehr gut. Ja. Und heute geht's dann also ein bisschen weiter. Okay. Ja, da wechsle ich mal auf Pflanzen. Dragonier. Oh fuck. Ich hab mal wieder die englischen Namen von Dragoran und Dragonir verwechselt. Okay, nur ein Silberblick. Ich paralysiere dich lieber mal. Und ich wollte gerade sagen, und wechsel. Jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Das wird keinen Schaden machen. Krass. Ich kann halt nicht wechseln während dem Rap. Ah, der Part beginnt nicht gut. Immer noch nie. Ich lese mir den Text gar nicht durch. Das kann jetzt aber nicht den ganzen Kampf hier nicht geswitcht werden. Der Rap hat aber immer noch gewirkt gerade. Oh. Ich hab grad gesehen, befreit. Hey Dragoran, geh mal weg da. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich mit Weedy kämpfen sollte. Sehen wir es so, Pflanzi lebt noch und bekommt sogar ein Level.
Ja, ich weiß, dass ich toll bin. Danke, danke. Ich kann's mal probieren, aber... Ne? Oh, Kleinkind, ja. Oh, schön Wasser-Pokémon gegen Weedy. Das Sweet-Pokémon. Wirklich jetzt. Ui. Das geht gar nicht verdammt langsam. Das Ding hat für Hagel gesorgt und benutzt jeder zweite Runde ein Schutzschild. Cool. Und Weedy erreicht Level 12. Und 13. Sehr gut. Ein YouTuber Ricky. Das U habe ich. Ich. Deine fucking Hände. Da ist irgendein Typ mit seinem Zickzacks. Hier haben wir einen Trank. Auch wenn normale Tränke inzwischen schon langsam schlecht sind. Ich. Den. Ja. Hallo. Umweltverschmutzung ist scheiße. Ich krieg einen Anruf. Aha, die Arenaleiterin von der ersten Stadt. Ich hasse dich immer noch. Yay. Lass mich. Mann, jetzt kommt hier so ein Kackinsekt. Ehrlich. Bock auf hier dieses Café. Hier ist ein... Da gibt's halt lauter Kämpfe drin. Und ich gehe lieber ein bisschen auf Nummer sicher hier in der Randomizer Challenge. Ist, denke ich, verständlich. Wo haben wir ein Pokémon Center? Oh, hi. Da waren ein paar von Team Aqua. Aber wirklich nur ganz wenige. Hi. Oh, es gibt Super Balance zwischen zu kaufen. Ich weiß nicht. Ich habe nur zwei von denen. Ich nehme nochmal vier. Und drei Supertränke. Sehr gut. Ja, da wo die alle anstehen, muss ich hier rein, also... das war nicht der Plan. Drängel dich nicht vorher, hier ist eine Schlange. Okay. Da muss ich doch rein, oder bin ich grad doof? Oder war es hier? Achso, es war hier. Das muss sein und das hier und wo ist das Ding hin? Ich kann hier nichts draus machen. Ich bin Doc. Captain Stern. Ich weiß sowieso, dass man. Ich weiß, dass man den nicht so ausspricht. Ich meine, das ist Englisch. Wahrscheinlich Stern oder so. Wollte, dass ich ein Fähre design und. Stefan, das wird, er ist irgendwo hingegangen, er sagt, er hat irgendwas zu tun, könntest du das übernehmen? Ja, gut, eigentlich kein Bock. Was machst du am Atomreaktor? Die Jahreszeiten, das Wetter, wo der Mond ist, das sorgt dafür, dass das Meer sich ändert. Das ist wirklich krass. Ah, und dafür stehst du am Atomreaktor. Ich dachte schon, du wärst Trump. Aber stimmt, den haben wir ja schon getroffen. Hahaha. Ich hab sogar seine Telefonnummer. Hier haben wir Trump.
Oh Mann, ich hab hier kein Internet. Seekrank, also ich helfe stattdessen hier. Ja, krasser Junge. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich hier über irgendwie seekrank werde oder so. Ich war noch nie wirklich lange auf dem Boot. Ein großes Schiff design ist wie ein großes Haus bauen. Anstatt ein Transportding zu bauen. Ja, ja. Glaubst du nicht, es ist merkwürdig, dass ein Schiff aus schweren Eisenplatten gemacht ist? Es schwimmt wegen irgendeinem physikalischen Scheißdreck. Dass es wegen irgendeinem physikalischen Scheißdreck schwimmt, ist mir durchaus bewusst. Also, und wo finde ich jetzt den Typ? Ach, wie durch Magie ist die ganze Schlange verschwunden. Das war Schein. Hi. Willkommen im Ozeanmuseum. Hier kostet 50. Genieß es. Ja. Ist leicht zu genießen, während hier 80.000 Team Aqua-Rufe sind. Wir Team Aqua existieren für das Gute auf der Welt. Ja, sie existieren für das Gute auf der Welt. Na, ja, was tust du hier? Was? Ich bin das Team Aqua-Mitglied, dem du schon mal in die Fresse gehauen hast. Dann hast du dich da im Tunnel, wo ich das geklaut hatte, dieses Wingal. Hier, nimm einfach das da. Ja, genau. Warum gibt mir jetzt eine fucking TM? Passt besser zu dir als mir. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Okay, WTF. Dieb. Ich guck mal, ob es überhaupt wer könnte. Theoretisch ja, praktisch brauche ich es jetzt nicht wirklich. Würde ich auch nicht gern einem der Pokémon, die ich dabei habe, geben. Ich habe keine 50 Pokédollar, also hat ganz schön lange gedauert, hier reinzukommen. Keine 50. Für was ich hier lerne, ist, kann ich benutzen. Ja, ja. Hi. Wenn ich das hier klauen würde, wäre ich reich. Nein, wärst du nicht. Aber im Knast wärst du dann. So, hallo. Ja, wenn du nach Stern guckst, das wäre dann wohl ich. Ah, das müssen die Teile, die ich von Trump von der Devil Corporation bestellt habe. Danke, das ist toll. Wir können Expedition fertig machen. Oh, cool, ein paar Lappen. Wir nehmen die Scheiße. Wer seid ihr? Wir sind Team Aqua. Unser Boss will die Dinge. Also halt's mal und gib sie her. Yay, Team Aqua kam. Ich bin motiviert. Ich halt mein Maul. Shit! Sag mal. Das Dragoran nicht gereicht? Das macht wirklich nicht viel Schaden, genau wie ich mir schon gedacht. Ah ne. Hahaha, was? Ja, Weedy hat Level 14 erreicht. Was ein Lappen. Ein Kind hat mich besiegt. Ja. Das war der, dieser Team Aqua-Rüppel war stärker als alle, die es im echten Spiel gegeben würde. Oh, was ein Scheiß, du musst wieder da ausrasten. Na, Spaß, die lassen mich den übernehmen. Der nächste, hoffentlich mit nicht einem ganz so starken Vieh. Okay, der hat sogar zwei. Was haben die für Drogen genommen hier? Warum haben die so ein krankes Zeug. Ich weiß nicht immer, was das ist.
Ich weiß nur, dass ich dachte, ich hätte eine Kampfattacke auf Fragezeichen, man. Ich weiß nicht, was Encore ist. Ich wechsle jetzt lieber. Nicht ganz das Niveau seines ersten Pokémon. Nicht ganz. Das ist ein fucking Raumpel. Die haben bisher nur krasses Zeug gedroppt und auf einmal kommt der Typ an. Hallo, Raumpel. Ich habe mich. Junge, das Ding wird von Dodo ge-one-hitted. Es muss scheiße sein. Aber gibt sogar ein Level Up. Halt, was? Ich habe auch verloren. Ja, Geld. Gib mir Geld. Was jetzt? Wenn wir die Dinger nicht kriegen, dann kriegen wir die Fresse. Ich dachte nicht, dass wir von einem Kind kaputt gemacht werden. Ich hatte doch einen Raumpel. Halt. So, willkommen zu sehen, was hier so lange dauert. Und ich... Ihr wurde jetzt von einem Kind kaputt gemacht. Das geht gar nicht. Du hattest einen Wurmpel. Was hast du gemacht? Wir sind Team Aqua und wir lieben das Meer. Und ich bin der Leader. Archie, oh Gott. Dein Name ist irgendwie scheiße. Ich überleg gerade, was der Deutsche war. Ich weiß nur, dass er viel besser war. Ich weiß, Team Magma Sport noch den Markt. Scheiße. Ich guck's bis zur nächsten Folge nach. Warum wärst du gegen uns? Ne, du kommst aber nicht von Team Magma, oder? Nee, das kann nicht sein. Du bist nicht wie die Lappen da angezogen. Pokémon und Menschen, alles Leben hängt von der See ab. Also ist Team Aqua da, um das Meer auszuweiten. Was wir tun, ist einfach genial. Ja, du bist einfach zu jung, um es zu verstehen. Aber ich warne dich. Versuche nicht nochmal, dich in unsere Pläne einzumischen. Das wirst du bereuen. Und vergiss das nicht. Oh, sie sind weg. Cool. Okay, du bist Günther. Das war echt eine krasse Situation. Ich meine, der hatte einen Wurmpel. Vielleicht war das Wurmpel auch noch Chlorophyll, Alter. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich hatte fast vergessen, dass du mir die Devon-Waren gebracht hast. Wir müssen uns für eine Unterwasserexpedition fertig machen, ne? Ich muss gehen. Fühl dich frei, hier rumzulaufen und uns. Unser Zergang zu kommen. Das ist alles, was ich dafür krieg. Really? Nee, was? Das ist alles, was ich dafür krieg. Wirklich? Wer bist du? I'm sure I met you somewhere before. Have I introduced myself to you? Warum lese ich das eigentlich auf Englisch vor, weil ich die ganze Scheiße in dieser Folge auf Deutsch übersetzt habe? Ich glaube, haben wir uns schon mal gesehen. Habe ich mich schon vorgestellt. Ich bin Scott. Ich habe Team Aqua wegrennen sehen. Als wären die, hätten die die Fresse gekriegt. Das ist wegen dir, ne? Vielleicht ist dieser Trainer. Okay, ich glaube, du wirst ein guter Freund. Also, hier hast du meine Nummer. Wir kennen uns immerhin seit 5 Sekunden und du bist Chlorophyll, also. Also, was ich gern machen würde, ist ein bisschen hier mit dir in Kontakt bleiben. Ich will auf die Talente auch von anderen auch achten. Also ich werde oft auch woanders sein. Wir sehen uns. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, ich krieg meinen EP-Teiler jetzt. Ist die Lauchstange jetzt hier? Was ist eigentlich? Oh, schade. Warte, hier ist die Wehr.
Aber hier ist er nicht. Hallo? Guckst du nach einem Schiff, aber das ist im Moment nicht da. Ich nehme gerade auf. Okay, hier haben wir etwas. Okay. Ja, wir haben uns lang nicht gesehen, fast 10 Sekunden. Ah, wenn der Mann nicht Günther bist. Du willst ins Kampfzelt gehen, oder? Das ist eine gute Idee. Ich will da nicht rein, aber... Also, ein guter Trainer ist perfekt darin. Er gibt dein Bestes. Aha. Hier haben wir... Ah, da kann man die Spitznamen der Pokémon ändern. Der Pokémon Fanclub. Hier gibt's Pokémon und Fans von Pokémon. Krasse Sache, ne? Und hier ist der Präsident. Ich bin hier der Präsident. Also bin ich auch der Wichtigste. Ganz bescheiden, der Typ. Ja, niemand kann's mit mir aufnehmen, wenn's darum geht, über Pokémon zu reden. Also, hier über Wettbewerbe, sag ich dir mal was. Oh ja, die sind toll. Die mache ich in diesem Projekt wahrscheinlich nicht. Die sind relativ komisch. Ich habe sie zwar in Omega Rubin Alpha Saphir, als ich das mal gespielt habe. Natürlich nicht auf dem Kanal hier. Sogar mal komplett durchgezockt. Aber da gab es wenigstens einen Megastein für. Ja. Ich würde sagen, ich beende diese Folge mal hier. Bis zur nächsten habe ich rausgefunden, wie der Team Aquachef auf Deutsch heißt und wo man den EP-Teiler herkriegt. Bis dann.